Dann kommt im Prinzip, wenn ich das also umgeformt habe, die große Rubrik des Trennens. Wenn wir etwas trennen, wollen wir etwas zerstören. Ja, wir wollen etwas zerstören und zwar mit Hilfe eines Werkzeuges. Und das sagen wir trennen. Das machen wir am besten so, dass wir entweder geometrisch schreibe ich mal hin, bestimmte schneiden und ungeometrisch oder nicht geometrisch schneiden. Und zwar folgendermaßen. Alles, was ich jetzt mal bearbeite, eine Säge, eine Feile oder ein Messer, da habe ich immer einen Winkel, einverstanden? Und dieser Winkel ist im Prinzip erstmal drückt wie ein Keil angenommen in dieses Werkstoff oder in diese Masse rein. Wir haben also zum Beispiel beim Drehen, jetzt dürfen Sie nicht denken, dass ich irgendwie einen Zerstörer male oder irgendwas ähnliches, ja, dann haben wir hier diese Schneide und dann würde das hier, dieser Winkel, das wäre mein Schnittwinkel oder mein Keilwinkel, der Keilrad rein. Und Sie wissen ja auch ganz genau, wenn Sie angenommen irgendetwas schneiden und Sie haben nicht das richtige Werkzeug, da fummeln Sie da rum und es wird nicht richtiges. Also, das geht also nicht so, sondern ich brauche also einen bestimmten Schnittwinkel und dann habe ich hier einen Spanwinkel. Ich schreibe das einfach nur hin, Span, ja, Winkel. Warum brauche ich den? Weil ja, wenn dieser Span runterkommt, im Prinzip durch das Schneiden, dann staucht er ja mit einer unheimlichen Kraft auf. Und jetzt muss ich so einen Winkel haben, dass der weggeführt wird, im Prinzip wegrollt und wegbricht. Das Material kommt von hier oben und dann geht es hier hin und jetzt rutscht dieser Span so entlang. Ja, der Spanwinkel, also es ist abhängig von einem bestimmten Spanwinkel, aber auch abhängig von dem Material. Sie können sich vorstellen, es ist ein Unterschied, ob ich Stahl, Aluminium oder Messing oder Holz schneide. Und dann kommt hier, das wäre der sogenannte Freiwinkel. Freiwinkel. Und dieser Freiwinkel bedeutet, wenn ich also dort das Material langschaben würde, was würde da passieren? Die Oberfläche von dem Material würde schlechter werden und gleichzeitig würde es immer größer werden und würde weggedrückt. Es wird weggedrückt von diesem Material und hätte also dann keine Maßhaltigkeit und so weiter fort und die Maschine würde qualmen, weil alles heiß wird, weil da nämlich Reibung entsteht und Reibung allgemein erzeugt Wärme. Und das sagen wir geometrisch bestimmte Schneiden, sind also Schneiden, die ganz genau definiert sind. Und ganz genaue Schneiden sind definiert, angenommen beim Drehen, beim Fräsen, beim Bohren, beim Sägen, Feilen, jawohl, Feilen. Und was ist das hier? Was ist das? Es gibt keine Bubeglitscher, keine Angst. So, das ist Räumen. Räumen, eine Nadel, hobeln, kennen Sie ja vielleicht. Beim Hobeln ist es so, das Werkstück wird auf den Tisch aufgebaut. Hier oben habe ich einen Meißel und das Werkstück fährt mit diesen, unter diesem Meißel weg. Und der Tisch fährt also nach links oder nach rechts, so wie ich es eingestellt habe. Und dann gibt es noch das sogenannte Stoßen. Wenn ich zum Beispiel hier diese Nut hier reinstoße, die Nut wird uns also verfolgen, denken Sie dann. Und diese Nut hier, die muss ich ja hier reinbringen. Und dann hätte ich also einen Meißel, der sähe ein bisschen krumm aus, ich kann jetzt meine Finger nicht so biegen, und würde also praktisch erstmal hier so reinstoßen. Beim Stoßen ist das gleiche Verfahren wie beim Hobeln, nur beim Hobeln schiebe ich das Werkstück hin und her und das Werkzeug steht still. Beim Stoßen ist das im Prinzip das Werkstück fährt hin und her, das Werkzeug fährt hin und her und das Werkstück bleibt stehen. So, und jetzt hat man, gucken Sie, schauen Sie mit an, diese Nut ist angenommen 3 mm hoch angenommen und dann sagt man, ich müsste angenommen, pro Span nehme ich angenommen ein 1/10 mm weg, dann wäre das 30 Hübe, die ich also jetzt mal hier reinschieben muss im Prinzip, dann wäre diese Nut fertig. Und dann gibt es ein anderes Verfahren, das sogenannte Räumen und dann hat man gesagt, pass mal auf, ich setze diese Nadel, so nennt man das, diese Nadel hier rein, das müssen Sie sich auch vorstellen, diese Nadel hat also hier unten den gleichen Durchmesser wie diese Bohrung. Ja, die gleichen Durchmesser und auf einer Seite sind die kleinen Zähne. Und jeder dieser Zahn wächst um 1/10. Er wird also der 1/10, der ist angehört 3 mm. Und jetzt ziehe ich praktisch dieses Teil, das habe ich also dann eingespannt, kommt hier unten hier im Prinzip die Zielvorrichtung und die zieht praktisch das durch und wenn das fertig ist, ist praktisch die Nut drin mit einem Ritt. Das wäre geometrisch bestimmte Schneiden. Es geht nur darum, dass wir erkennen, ich brauche bestimmte Winkel. Und dann geometrisch unbestimmte Schneiden. Was ist das, Herr Kreie? Sie gucken mich so ernst an. Was ist geometrisch unbestimmt? Trennscheibe. Bitte? Trennscheibe.
Trennscheibe, jawohl. Flex zum Beispiel. Und eine Schleifscheibe. Oder Hohnen. Kennen Sie Hohnen? Wenn wir zum Beispiel einen Motorblock bauen, heute, dann werden diese Zylinder noch einmal gehohnt. Gucken Sie an, wenn ich also jetzt mal, ich bohre oder ich drehe angenommen eine Bohrung. Ich drehe, ne, im Allgemeinen bei diesen Zylindern werden die ausgedreht, ausgespintelt nennt man das. Und jetzt habe ich im Prinzip erstmal hier von oben gesehen diesen Kreis. Durchmesser 105, 200 wäre das. Wenn ich den mit dem Mikroskop oder mit einer starken Lupe betrachten würde, dann wäre dieser Kreis nicht rund, sondern er würde so aussehen hier. So, so würde er aussehen. Und jetzt sagt man, damit er rund ist, damit er richtig rund ist, weil ich da Dichtungselemente einsetze. Und wenn der nicht richtig rund ist, werden entweder meine Dichtungselemente ganz schnell zu verschlissen, einverstanden, oder ich habe einen hohen Verbrauch an Öl oder was auch immer. Einverstanden? Und da sagt man, ich hohne. Und diese Hohnnadel sieht folgendermaßen aus. In der Mitte ist im Prinzip erstmal ein Stahlkörper, eine Nadel. Die hat vier Federn, deswegen sage ich das mit Wilhelm Busch im Prinzip, also Stahlfedern. Und an diesen Federn hängen vier Schleifkörper. So. Und jetzt wird das also mit einem Öl wird es eingeschoben. Die Federn drücken jetzt an die Außenwand. Und jetzt wird das so gedreht wie eine Acht. Wie wenn Sie angenommen auf hoher See sind und einen Ruder haben Sie verloren, dann können Sie wriggen. Wriggen im Prinzip. Sie setzen sich hin und machen eine Acht und dann kommen Sie vorwärts. Ja? Und diese Hohnnadel geht also praktisch so rein und schiebt sich immer so raus. Wenn das gehohnt ist und Sie schauen in den Zylinder rein, haben Sie praktisch immer so ein Bild. Sie also bilden immer über Kreuz. Ja? Das wäre gehohnt im Prinzip. Und jetzt bei diesen Hohnen mache ich also diesen Zylinder rund und ich nehme diese Berge weg. Die Täler nehme ich nicht weg. Ich nehme nur die Berge weg. Und ich hohne auch nicht auf Maß, sondern es geht nur um das Runde. Und wenn ich eine Fläche haben will, dann kennen Sie ja vielleicht die Endmaße, Passmaße, Endmaße. Kennen Sie diesen Ausdruck? Das sind kleine Stücken und wenn ich die aneinander schiebe, bleiben die dran kleben. Ja? Und warum bleiben die dran kleben? Weil wir da eine sogenannte Anhangskraft haben. Ne? Adhäsion. Kennen Sie diesen Ausdruck? Anhangskraft. Also, wenn es zum Beispiel jetzt regnen würde und der Tropfen fällt hier an die Fensterscheibe, bleibt der Tropfen dran kleben an der Scheibe. Das nennt man die sogenannte Anhangskraft. Und der Tropfen, wenn er zusammenbleibt, dann ist das die sogenannte Zusammenhangskraft oder Kohäsion. Das wäre also zum Beispiel zwei Teile. Ich mache mal Endmaße. So, und die kann ich also zusammenschieben, weil diese Berge im Prinzip nicht mehr vorhanden sind. Die sind also ganz, ganz, ganz glatt. Und dadurch habe ich eine ganz glatte Oberfläche und dann bleibt es die Anhangskraft, klebt praktisch diese beiden Teile zusammen. Das machen wir zum Beispiel bei Spezialdichtungen. Die werden also ganz, ganz, ganz glatt gemacht aus Keramik, damit ja kein Tropfen Öl oder irgendwas Ähnliches rausgeht. Und wie macht man das? Man hat also dann eine Gussplatte. Auf diese Gussplatte kommt im Prinzip ein ganz, ganz, ganz feiner Staub mit Öl. Und dann setzen Sie das Teil drauf, was Sie jetzt mal holen wollen und müssen im Prinzip so eine, auch wieder eine Acht beschreiben, so lange, bis das hier unten glatt ist. Dafür gibt es also dann extra Maschinen und die laufen dann und machen das glatt. Das nennt man Leppen. Was noch? Ja. Trennen haben wir gesagt, also Flex, Schleifscheibe. Brennen, genauso ist es. Brennen, Laser schneiden im Prinzip. Das ist auch unbestimmt. So, also das war das Unbestimmte. Und nur mal ganz kurz noch zum Reiben. Was ist die Besonderheit bei einer Reibeale? Wie sieht denn die Reibeale aus? Sind diese Zähne gleichmäßig oder ungleichmäßig? Gleiche Zähnezahl, aber ungleiche Teilung. Jawohl, genau so ist das. Gleiche Zähnezahl, ungleiche Teilung. Da haben Sie es erfasst. Also wäre angenommen jetzt mal das, ich mache es jetzt mal hier, würde es so sein, dann wäre das der Winkel angenommen 58 Grad, 60 Grad, 72 und dann kommt wieder 58, 60, 72, 58, 60 und 58. Es ist ungleiche Teilung. Warum ist eine ungleiche Teilung, Herr Kollege? Damit der Spat nicht an derselben Stelle bricht, sodass die Schneiden ungleich sind. Jawohl. Was würde dann passieren, wenn das an der gleichen Stelle bricht? Ich frage jetzt nur, ich ein bisschen doof, ne, aber... Warum? Es gibt, Rattermagen, wenn er immer... So ist es. Ne, ich hätte Rattermagen. Das gleiche Problem haben wir zum Beispiel auf einer Autobahn. Ne? Weil immer wieder
eine bestimmte Masse da ist, die schwingt und dann ändert sich im Prinzip meine Bahn und ich fahre also dann über diese Hoppelkiste. Ne? Das sind also die sogenannten Radarmarken. Und damit es nicht passiert, bei einer Handreibwahl habe ich dann also unterschiedliche Winkel.